Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier aus dem Capzilla-Studio. Und ich warne euch gleich vor, heute wird's stinkig. Denn wir haben ein Paket von CBBHQ Baits bekommen. Und da ist die Shellfish Quill Range drin. Und da bin ich mal gespannt, wie die duftet. Bekommen haben wir Shellfish Quill Carp Pellets in 3 mm, zeige ich euch gleich im Detail. Wir haben den CBB HQ Bait Shellfish Quill Ready Made in 20 mm bekommen, in 16 mm und nochmal den Pellet in 6 mm. Der Köder, so habe ich mir sagen lassen, wurde aus besten Zutaten gefertigt. Hauptbestandteile sind natürlich Fisch bzw. Schellfischmehl, Grillmehl und Squidmehl. Sozusagen das Beste, was das Meer uns gibt, um daraus Karpfenfutter zu machen. Die Range wird abgerundet durch ein Booster Juice, einen zähflüssigen Dip, in dem man auch die Beutels benetzen kann. Und den mache ich jetzt mal als erstes auf. Ja, es riecht, wie wenn man eine Dose Fisch gegessen hätte und die Reste eine Woche lang in die Sonne gestellt hätte. So riecht das. Verdammt fängig, aber auch verdammt fischig. Ziemlich geil. Ich würde jetzt gerne mal das irgendwo hier rauslaufen lassen. Oh, da kommt's. Ihr seht es mir nach, wenn ich es nicht probiere, obwohl die Verlockung durchaus gegeben ist. Abgerundet wird die Range durch Pop-Ups natürlich. Und der Shellfish Quill Pop-Up besticht durch so eine purple-lilane Farbe, haben eine geile, weiche, aber dennoch sehr zähe Konsistenz. Verkaufspreis bei den Pop-Ups 7 Euro, das Liquid auch. 1 Kilo Boilies liegt bei 10 Euro und die schauen wir uns jetzt mal genau an. Ich traue mich fast nicht näher ranzugehen, so gut duften die. Sehr pfennig, fischig. Man sieht hier auch diese natürlich braune Farbe, immer ein Zeichen dafür, dass da auch wirklich so viel Fischmehl drin ist, wie versprochen wird. Und ich wage jetzt mal den Geschmackstest. Fischig. Fischig, aber durchaus auch pfennig. Auch die Boilies haben diese relativ weiche, aber zähe, gummiballartige Konsistenz, mit der ich bisher eigentlich immer nur gute Erfahrungen gemacht habe. Will heißen, Karpfen scheinen das zu mögen. Erhältlich sind die Shellfish Grill Boilies in 20 und 16 mm, als Ready-Made, aber auch als Freezer Boilie. Die Freezer Baits gibt es aber nur ab einer Abnahmemenge von 20 Kilo zu 110 Euro. Und jetzt kommen wir zu den Pellets. Die eignen sich natürlich besonders gut, wenn das Wasser kälter ist, um den Platz noch attraktiver zu machen, weil sie sich natürlich viel schneller auflösen als ein Boilie. Und zeigt es euch mal im Vergleich. 6 mm und 3 mm Pellets. Da sieht man schon, da sind den Anwendungsszenarien keine Grenzen gesetzt. Und bevor wir jetzt zum Gewinnspiel kommen, gibt es noch was Wichtiges für euch zu wissen. CBB sucht deutsche Supporter für ihr Team. Was ihr dafür können müsst, ist, ihr müsst eure Fun-Stories zu Papier bringen können, ihr müsst vernünftige Bilder machen können und ihr müsst euch bewerben. Mehr ist es im Endeffekt nicht. Und ihr könnt sozusagen, es heißt nicht Teamangler, aber Supporter bei CBB HQ Baits werden. CBB sucht Supporter und ihr könnt heute 4 Kilo Pellets und 4 Kilo Boilies im Rahmen unseres Unboxings gewinnen. Obendrauf gibt es ein Liquid und die Pop-Ups. Was ihr dafür tun müsst, erklärt mir, was ihr mit diesem Bergfutter anstellen wollt. Wo wollt ihr angeln gehen? Was wollt ihr fangen? Ich will es wissen. Ein schönes Bergfutter, mit dem ihr sicherlich sehr erfolgreich am Wasser sein werdet. Kommentiert, abonniert und drückt die Glocke.
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und schaut mal bei CBB HQ Bates vorbei und informiert euch über das Köderangebot. Das ist nämlich wirklich ziemlich groß und facettenreich. Bis dahin, gute Zeit!